Hallo meine Lieben, ich bin's, Irene aus dem Bastelzimmer. Ja, heute habe ich wieder eine Idee zum Produktmedley Alles Wunderbare. Diesmal aber mal in alternativen Farben. Und wenn du jetzt sagst, hey, das gefällt mir, dann ist vielleicht jetzt die Zeit, mal meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen hoch zu geben. So, und dann starten wir mal. Also, alternative Farben heißt, ich habe diesmal nicht die vorgegebenen Farben Wassermelone und Marineblau verwendet, sondern ich habe mal in meinem Color Coach gewälzt und geguckt, was gibt es für Farbkombinationen, die mir gut gefallen. Und ich bin wirklich ein Fan von grüner Apfel und habe da mal geschaut, ja, da empfiehlt der Color Coach Babyblau und Heideblüte. Marineblau und Glutrot, das wäre mir zu identisch zu den vorgegebenen Farben. Und das andere war mir zu hell, also bin ich bei Babyblau und Heideblüte hängen geblieben und habe diese Karte damit gestaltet. So, da ist auch ein Rahmen drauf aus den bestickten Rechtecken. Und ich zeige dir jetzt mal Schritt für Schritt, wie ich diese Karte zusammengesetzt habe. Zunächst einmal habe ich eine Grundkarte mir vorbereitet, DIN A4, der in der Hälfte halbiert sozusagen und dann wieder gefalzt. Und da drauf, erkläre ich gleich, wenn ich soweit bin. Ich fange jetzt erstmal mit dem Stempeln an. Also diese Grundkarte wird bestempelt, links oben in der Ecke und rechts unten. Und da habe ich halt mir die Motive aus diesem Stempelset Alles Wunderbare rausgenommen. Die Blüte, die große Blüte, die stempel ich in Heideblüte. Also das sind, wie gesagt, einfach nur Ideen und Vorschläge von mir. Du kannst natürlich auch ganz andere Farben verwenden. Sieht bestimmt auch gut aus, aber wie gesagt, das jetzt mal als Beispiel, so wie ich es gut finde. Und vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für dich. So, die beiden Blüten habe ich gestempelt. Dann fülle ich da gleich mal das Blüteninnere noch mit aus. Hier mit diesen ganz kleinen Mini-Pünktchen. Da setze ich jetzt einfach mehrere Abdrücke rein. Ich habe hier Osterglocke verwendet, dass noch mal so ein bisschen mehr Farbe da ins Spiel kommt. Und dann kommen schon die Blätter daran. Das große Blatt stempel ich mit grüner Apfel. Mal schauen. So einfach ran. Und die anderen, diese kleineren Blätter, also diese hier, die stempel ich jetzt in Babyblau. Ist natürlich ein bisschen jetzt fantasiebehaftet. Also es, glaube ich, gibt keine babyblauen Blätter, aber das kann ja jeder machen, wie er möchte, ne? So. Dann kommt ein Spruch rein und ich habe mich entschieden für einen wirklich tollen Spruch, den ich leider viel zu selten benutze, nämlich aus Kraft der Natur. Das bleibt uns ja Gott sei Dank erhalten, das Stempelset. Zwar nicht als Produktpaket, aber du kannst immer noch das Stempelset und die Stanzformen einzeln kaufen. Da drin dieses alles Liebe, das sieht so richtig schön nach Handlettering aus. Und ich mache das jetzt mal mit dem Stemperatus, denn ich habe so ein bisschen also Bedenken. Ich möchte mir meine Karte jeweils nicht verderben und deswegen mache ich das lieber so, falls da was nicht klappt. Irgendwie ist man mit dem Stemperatus doch immer mehr auf der sicheren Seite, habe ich mittlerweile festgestellt. So, ich platziere mir den, also ich gucke mir den vorher an. Also wenn man hundertprozentig sicher gehen wollen würde, würde man das jetzt nochmal austesten. Mache ich nicht. Ich gucke, der ist also unten gerade. Das heißt, wenn ich das jetzt hier unten gerade ausrichte, dann wird das auch
gerade. So. Einmal aufnehmen. Und den stempel ich jetzt in Marineblau. Ich möchte jetzt bewusst kein Schwarz, denn das ist mir ein bisschen hart. Sehr schön. So, der kann weg. Und ja, jetzt kommt noch ein Rahmen drauf. Aus den Rechtecken gestickte Rahmen. Ich habe hier mal meine Kopie, so wie sie original zu mir gekommen sind. Und da ist einmal der größte. Damit habe ich den äußeren Rand gestanzt. Und dann habe ich mir noch mal ein weiteres Rechteck da reingesetzt und durchgekurbelt. So. Das natürlich nicht wegtun, das ist natürlich ein super Aufleger, kann man perfekt weiterverwenden. Und das ist der, genau, der drittgrößte. Also ich habe die durchnummeriert, der kleinste ist 1 bis 8 und ich habe die 6 und die 8 dafür verwendet. Und habe jetzt so einen schönen gestickten Rechteckrahmen. Den setze ich da drauf mit Dimensionals. Also man könnte ihn fast auch flach aufsetzen, aber ich mache es mit Dimensionals. Das ist so ein bisschen, sieht dann noch so ein bisschen effektvoller aus. Und da sind perfekt diese Ränder hier geeignet. Also ich, wie gesagt, setze die nur in die Ecken hier rein, nur dass es ein bisschen hochkommt. Also wer ganz pingelig ist, würde vielleicht da auch noch einen hinsetzen, aber das muss gar nicht. Und dann wird es hier drüber gesetzt. So, hoffentlich gerade. Und dann habe ich mir nochmal mit den Stanzformen ganz viel Blüten und Blätter ausgestanzt. Zeig die mal. Hier, das sind diese Stanzformen passend zum Stempelset. Also diese könnte man natürlich auch noch verwenden, aber jetzt bleiben wir mal hierbei. Und ich habe vorbereitet eine Blüte. Die kommt da so ein bisschen versetzt drüber. Und auch ein bisschen Grünzeug habe ich mir hier noch vorbereitet. Der ist jetzt ein bisschen lang, den kürze ich mir. Setze ihn da so drunter und dann kommt auch noch der blaue. Jetzt kriegt das alles ein total cooles, dreidimensionales Aussehen. So, fertig. Also wenn du das jetzt nicht so offen haben möchtest, alternativ, du kannst das natürlich auch als Schüttelkarte fertig machen. Dann würde ich dahinter, also würdest du dahinter ein bisschen von unserer Klarsichtfolie kleben. Dann müssten natürlich die Ränder abgedichtet sein. Da haben wir diese langen Schaumstoffklebestreifen. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade keine hier.
diese Schaumstoffklebestreifen und dann kann man da Schüttelelemente dahinter tun und dann hat man eine richtig coole Schüttelkarte. Aber auch so ist, ich bin selber ganz begeistert, sieht total schön aus. Jetzt nochmal so als Idee, also wie gesagt, ich habe es hier aus dem Color Coach. Wenn du den hast oder auch nicht, dann einfach, ich glaube, es gibt auch online einen Farbgenerator. Hier ist Pazifikblau, grüner Apfel, Osterglocke. Also da sind die wildesten Farbkombis sind da drin, von hochdotierten Designern entwickelt. Oder hier Puder, Rosa, Gartengrün und Wildleder. Wenn man das in anderen Farbkombis macht, kriegt es gleich wieder ein komplett anderes Aussehen. Und das ist, finde ich, sehr schön, denn dieses Produkt Mädli, alles Wunderbare, ist ja nur begrenzt. Irgendwann ist das Papier aufgebraucht, irgendwann sind die Stanzteile aufgebraucht und dann bleiben ja nur noch Stempelset und Framelits und wie gesagt, mit anderen Farben super verwendbar. Ja, das war's von mir, meine kreative Idee am Sonntag. Falls mein Video dir gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich total freuen. Und wenn du dann noch meinen Kanal abonnierst und die kleine Glocke aktivierst, dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.